Hey Leute, was geht? Und jetzt kommt zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir sind heute mal wieder als Verkehrspolizist ist auf dem Autobahn Hamburg unterwegs im schönen BMW M5. Ich muss ein bisschen schnell reden, weil irgendwo bei der Polizeistation sind Police Officer da. Müssen wir uns gleich angucken und ich würde sagen, let's go. Wir gucken einmal, wo irgendwo hier wahrscheinlich der Bugatti-Fahrer, ja, denke ich mal. Hatte nur Glock aus Versehen leider dabei, das ist ein bisschen ärgerlich. Wir gucken direkt mal hinterher. Da hinten fährt er nämlich. Ja, wir müssen vorher einmal tanken, weil sonst bringt das nicht. 2,2 Liter geht nicht leider. So, jetzt aber fahren wir weiter. Gucken mal, ich denke mal, er fährt zum ADAC. Kann sein, dass sein Fahrzeug jetzt kaputt ist. Gucken wir nochmal kurz vorbei. Sie können natürlich nicht undercover sein mit unserer schönen Lackierung. Beim ADAC sehe ich jetzt jedoch nicht mehr jemanden. Hier ist einer in einer grünen Farbe und zwar ein AMG HH36. Gibt's nicht. H36, doch gibt es. Tasern wir dann einmal. Schnell getasert. Super duper. Und jetzt einmal festnehmen. Alles klar, nämlich beim Hafen ist gerade ein Police Officer down und das Containerschiff wird überfallen. Das heißt, wir fahren da jetzt richtig schnell hin. In unserem M5 natürlich. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht noch jemanden vorfinden. Wäre auf jeden Fall sehr, sehr wild. Da ist ein AMG, nee, ein Audi S5. Zwei Insassen. Einmal Stopsticks schnell. Alles klar, ist stuck. Okay. Okay, ist bewaffnet. Wurde festgenommen. Sein Kollege. Da ist noch ein Kollege. Ja, der ist da unten. Schwimmt jetzt hoch. Der, eine Machete. Alles klar, sorry. Alles klar, wir haben jetzt einen Gefangenen an Bord. Dann fahren wir mal schnell zum Gefängnis. Liefern ihn da ab, bitte nicht verunfallen. Super, duper, duper, super, duper, super, genau. Dann fahren wir jetzt einmal schnell zum Gefängnis, bringen ihn weg und dann ist alles wieder wie in Butter oder so. Irgendwie so bestimmt passt das schon. Und dann müssen wir gucken, was uns noch für Einsätze erwarten. Ja. Es ist ein Police Officer down. Wo denn genau? Bei der Polizeistation? Nee, auf der Brücke. Dann bringen wir jetzt einmal den Kriminellen schnell weg und danach müssen wir dahin. So, einmal schnell wegbringen. Wie viel? 40 XP ist gut und dann ab zur Brücke. Okay, auf der Brücke ist niemand. Wir müssen mal zum ADAC, weil sonst ist mein Fahrzeug komplett kaputt. Und das wäre natürlich sehr schlecht. Da müssen wir wieder 10 Minuten auf Abholung warten. Und das wäre schlecht. Hier ist der Bugatti von vorhin. Auf den lassen wir uns jetzt erstmal nicht ein. Es ist schon wieder ein Police Officer da und wieder der auf der Brücke. Wieder der auf der Brücke. Der wird wahrscheinlich gerade vom Bugatti wieder geholt. Alles klar, sind verunfallt. Leider, ich habe gerade Schüsse gehört. Das ist ein Problem. Vielleicht verkämmt er sich hier bei der Aris. Zumindest hat sich so leicht danach angehört. Sind jetzt auf der Brücke angekommen. Gucken mal. Noch ein Police Officer down. Wo denn jetzt? Hier direkt? Ah, da, vom Bugatti. Warum könnt ihr alle nicht fahren? Vom Bugatti. Ich bin auf seine Spur gefahren, aber egal. So. Verfolgen den Bugatti. Fährt nach rechts weg. Verunfallt. Ich eröffne das Feuer. Nevermind. Gut. Ja, ich habe ihn verloren, leider. Weil ich nicht hingeguckt habe, weil mein Auto gebuggt hat, das ist ein bisschen ärgerlich. Hier ist ein Bugatti. Ja, gut gefunden. Ich öffne das Feuer. Er hat platte Reifen. Habe ihn auch ein, zweimal getroffen. Oh, jetzt ist eine E-Klasse vor ihm. Warum? Ich schieße mal ein bisschen auf sein Fahrzeug vielleicht auch. Dann geht das auch ein bisschen kaputt. Ist ausgestiegen. Ups, hab ihn jetzt erschossen, egal, passt. Der ist nämlich kurz. Nee, warte, hä? Was habe ich gerade geredet? Hab ihn jetzt erschossen, weil ich war irgendwie verwirrt. Der Juli wird überfallen, obwohl wir da direkt daneben stehen. Ich nehme mir direkt einen Taser und dann mal gucken, hör bereits Taserschüsse. Ich sehe jetzt einen, da ist einer. Ich weiß nicht, ob der es war. Nee, war es nicht. Illegal Taser Usage, schade. Okay, wurde festgenommen. Das war's dann auch wieder damit. Ich grüße natürlich jetzt einmal Yannick und Jakob. Hab einmal die Sachen nachgefüllt. Kommen wir hier raus? Ja, kommen wir. Und dann fahren wir wieder weiter auf Streife. Alles nachgefüllt. Können wir wieder auf den Bugatti schießen. Super.
Alles klar, da ist ein S5, der war vorhin wanted. Okay, das war auf jeden Fall, da war Ketchup und Klaus. Das waren die auf jeden Fall, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Ketchup war, glaube ich, der Beifahrer und Klaus der Fahrer. Waren beide vorhin bewaffnet. Jetzt weiß ich es nicht. Komm auf jeden Fall hinterher. Alles klar. Fahren mit Warnblinker, dadurch können wir die ein bisschen besser erkennen. Ist doch schön. Jedoch fahre ich trotzdem wie, keine Ahnung wer. Fahren jetzt über die Brücke. Ja, sehe sie nur noch sehr, sehr schlecht. Fahren gleich mit dem GLC, auch nur fast und gleich. Fährt nach rechts Richtung Polizeistadt. Jetzt ein anderer S5. Ja, haben ihn verloren, schade. Ah, da ist er wieder, super. Fährt jetzt über den Park oder in den Park rein. Will zum Dealer laufen, schafft es aber nicht. Setz mich vor ihn. Wurde umgefahren, schade. Okay, er schießt direkt. Sind angehalten. Was mache ich? Okay, gut. Wie komme ich hier jetzt wieder raus? So mal eine Frage. Also mit dem GLC würde ich das locker schaffen oder mit dem Quad. Das ist doch bodenlos. Oh, ist das knapp. Ich hätte ihn fast tasern können, vielleicht sogar. Das wäre eine schöne Sache gewesen. Leider haben wir es jedoch nicht geschafft. So, neues Fahrzeug, neue Munition. Jetzt geht's wieder weiter. Jetzt bekämpfen wir das Verbrechen. Wir gucken mal nach dem S5 erstmal. Alles klar, S5 ist nicht wanted. Jedoch, der gerade Notruf abgesendet hat, ist wanted. Und zwar hier rechts. Fahren wir direkt hin. Ja, gut. Da hinten fährt wer weg, der könnte das sein. Warum ist er jetzt der AMG? Fährt nach rechts weg, glaube ich. Ja, ist da beim Kreisverkehr. HH64GD. Muss es sein? Ja, ist es, ist es. Perfekt. Haben ihn gefunden. Wurde getasert. Ich bin nur Backup. Taser nochmal seinen Fuß. Aus Prinzip. Perfekt. Schüsse von da hinten. Hört aber eher nach Polizei an. Denke ich. Ja, scheint so. Es ist ein Police Officer down. Wo? Beim ADAC fahren wir hin. Es ist ein Police Officer wieder down. Auf der Brücke beim Bahnübergang direkt. Könnte ein Zug gewesen sein, weiß ich jetzt aber nicht. Nee, ist weiter. Ist gar nicht. Warte. Nee, das ist weiter. Ich habe auf den falschen geguckt. Ist erst hier hinten. Vielleicht vom Lambo, der hat mich nämlich geschlagen. Schüsse da hinten, okay. Ist down, okay. Ah, er ist aber auch noch wanted, weil er mich geschlagen hat. Alles klar, ich wurde von der Seite beschossen. Schade. Plötzlich kommt das Muskelpaket an, schade. Wer kennt's nicht? Erstmal Bodybuilder schießt mich um. Ach so, ich weiß, wer es ist, Dankeschön. Dankeschön, Erwin, dass du mich gerade umgebracht hast. Perfekt. Erstmal von Erwin umgebracht werden als Polizist. Schade. Danke, Erwin, dass du mich umgebracht hast. Ich bin richtig glücklich jetzt. Nein, Spaß, also super. Wo ist er? Da hinten? Nee, das ist ein anderer. Ah, ich lebe wieder. Oh, das habe ich fast nicht bemerkt. Alles klar, Erwin hat Bomben gespawnt. Hilfe. Oh. Ja, okay, sorry. Was zum. Ich sehe es nur verschwommen, aber was zum. Ich bug durch die ganze Map. Hilfe, wo bin ich? Was zum. Ich glaube, Erwin ist irgendwie. Was zum Hilfe? Du wurdest aus die Anti-Cheat, oh. Perfekt. Alles klar, da bin ich wieder. Also das ist ja das Normalste der Welt, dass plötzlich Erwin kommt und 10.000 Triaden Bomben platziert. Was zum... In 3, 2, 1... Ah, jetzt bin ich wieder Polizist. Jetzt kann ich wieder Erwin bekämpfen, wenn er noch da ist. Ist noch da, perfekt. Das Problem ist, wenn ich ihn festnehme, wird er wahrscheinlich ganz... viele Bomben platzieren und dann bin ich wieder ja eh weg vom Fenster. Aber wir probieren's. Das ist unsere Mission. Ach, 44 mal Sachbe. Ah, ne, Erwin ist hinter uns. Ne, da hinten. Ich bin absolut verwirrt. Er ist immer noch auf der Brücke, okay.
Ah, da ist er. Was zum Hilfe? Ah, es gelieft. Was zum... Okay. Mein Auto ist kaputt. Okay, sorry. Ich habe Herzinfarkt bekommen. Also, es gibt anscheinend eine neue Waffe, die kommt im nächsten Update. Die hat 10.000 Schuss in der Sekunde. Habe ich gehört, kommt im nächsten Update. Für 1 Euro kann man die beim Dealer kaufen. Alles klar, jetzt wird die Bank überfallen, wo wir kein Fahrzeug haben. Aber ich habe mein Lebensziel erreicht. Ich habe es geschafft, Meister Erwin einmal zu holen. Es ist ein Police Officer down. Es geht schon wieder los, aber diesmal ist es nicht Erwin, sondern der Zug. Hoffe ich, denke ich. Ja. Alles klar, der Juwelier wird überfallen. Da fahren wir dann eher hin, weil da ist ja kein Zug, der wen kaputt fährt, glaube ich. Oder? Ist jetzt ein anderer Police Officer down? Wo? Okay, beim Kreisverkehr wieder. Ich bekomme Flashbacks. Sind fort angekommen. Was ist hier los? Okay. Ah, da hinten steht einer. Ja, der schießt. Hab ihn aus Versehen umgefahren. Alles klar, direkt hinterher. Ja, haben ihn leider verloren. Ist ein bisschen ärgerlich. Jetzt wird aber geschrieben ADAC, okay. Hier ist ein Tesla, aber das ist er nicht, glaube ich. Ah, da hinten ist er. Ich öffne wieder das Feuer mit der Glock aus Versehen. Da hinten ist ein Mixer, der Stop 6 platziert. Mit Glück Plattreifen. Ich glaube jedoch nicht, leider. Ich weiß leider nicht, wo er ist. Hier steht aber auf jeden Fall einer beim Toolshop. Der überfällt ihn jedoch nicht. Ich grüße einmal Janis natürlich. So Leute, das ist mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Damit würdet ihr mich nämlich riesig unterstützen. Und ich würde sagen, ciao, ciao.